Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 6. Folge 20. Die Loge der Zauberinnen. Wie die warzigen, schleimbedeckten Kröten in den fauligen Sümpfen nach ihresgleichen suchen, so suchen auch die Zauberinnen einander, um gemeinsam Ränke gegen alles zu schmieden, was anständig und würdig ist. Diese Gruppierung aus den Schlimmsten unter ihnen, vollends verworfen und dick angeschwollen mit dem Eiter der Magie, war die Loge der Zauberinnen, gegründet von Philippa Eilhardt. Die ersten Ausgeburten in dieser Loge waren diese: Philippa Eilhardt selbst, geboren in Monte Calvo, Triss Merigold von Maribor, Keira Metz von Carreras, Margarita Laux-Antill von Gorswelen, Sheila de Tankerville von Creden, Sabrina Glevisig von Art Carey, Fringilla Vigo von Buclair, Asire Va'anahid von Vicovaro sowie Francesca Finderbeer und Ida Emian, Elfinnen. Diese Hexen versammelten sich auf dem Gipfel des kahlen Berges, um ihren Teufeln und Dämonen, ihren Meistern und Liebhabern Treue zu schwören und zu geloben, den friedlichen Einwohnern der nördlichen Königreiche die Verdammnis zu bringen. Sie standen hinter den Morden an Demavent, König von Edirn, Foltest, König von Temerien und vielen weiteren Edelleuten. Sie waren diejenigen, die den dritten Krieg mit Nilfgaard ausbrechen ließen. Sie waren diejenigen, die anständigen, gottesfürchtigen Leuten Pest und Pocken auf den Hals schickten. Doch keine Bange, werter Leser. Ihre Taten sollten nicht ungesühnt bleiben. Unser gnädiger Anführer Radovid, der Fünfte seines Namens, durchschaute ihre Lügen und schwor jeder von ihnen einen so unausweichlichen wie schmerzvollen Tod. Willemer, Hohepriester des ewigen Feuers. Die Loge der Zauberinnen. Der September dauerte an,
Es nahte der Vollmond. Die Mondscheibe war fast bis zur Gänze ausgefüllt, erhellte die dunklen Nächte mit ihrem Schein. Sie ritten zu den Bergen, die am Horizont zu sehen waren. Es war eine typische Nachkriegslandschaft. Inmitten der Felder waren mir nichts, dir nichts Gräber und Grabhügel emporgewachsen. Inmitten des Herbstgrases bleichten Schädel und Gerippe. An den Straßenbäumen hingen Erhängte. Am Wege saßen arme Leute und warteten auf den Hungertod. Im Walde saßen Wölfe und warteten, dass die armen Leute schwächer würden. Kein Gras war auf den schwarzen Flächen gewachsen, dort, wo Brände gewütet hatten. Die Dörfer und Siedlungen, von denen zuvor nur rußige Schornsteine übrig geblieben waren, waren wieder aufgebaut. Unweit durchlöcherten Frauen die verbrannte Erde mit Hacken. Einige zogen stolpernd Eggen und Pflüge, und die Sielen schnitten in ihre abgemagerten Schultern. In den frischen Furchen machten die Kinder Jagd auf Engerlinge und Regenwürmer. Ich habe das undeutliche Gefühl, dass irgendetwas hier nicht so ist, wie es sein sollte. Irgendetwas fehlt. Hast du nicht auch diesen Eindruck, Geralt? Hä? Etwas ist hier nicht normal. Nichts ist hier normal, Rittersporn. Nichts. In der Nacht, die warm, schwarz und windstill war, erhellt von fernen Blitzen und beunruhigt vom Murmeln des Donners, sahen Geralt und Rittersporn von ihrem Lager aus, wie am Westhorizont roter Feuerschein erblühte. Es war nicht weit. Der aufkommende Wind trug Rauchschwaden heran. Er brachte auch Fetzen von Geräuschen. Sie hörten, ob sie es wollten oder nicht, die Schreie von Ermordeten, das Heulen von Frauen, das übermütige und triumphierende Gebrüll der Bande. Rittersporn sagte nichts, warf aber immerzu ängstliche Blicke zu dem Hexer. Doch der Hexer zuckte mit keiner Wimper. Er wandte nicht einmal den Kopf weg, und sein Gesicht war wie von Erz. Am Morgen brachen sie wieder auf. Die Rauchfahne, die über dem Wald aufstieg, würdigten sie keines Blickes. Und später trafen sie auf die Kolonne von Siedlern. Sie gingen in einer langen Reihe, langsam. Sie trugen ganz kleine Ranzen,
Sie gingen in vollkommener Stille. Männer, Burschen, Frauen, Kinder. Sie gingen ohne zu murren, ohne weinen, ohne ein Wort der Klage, ohne Schreie, ohne verzweifeltes Jammern. Die Schreie und die Verzweiflung lagen in ihren Blicken, in den leeren Blicken von Menschen, denen man Unrecht getan hatte, die man beraubt, geschlagen, vertrieben hatte. Wer ist das? Wen vertreibt ihr hier? Rittersporn kümmerte sich nicht um die Feindseligkeit, die aus den Augen des Offiziers sprach, der den Marsch beaufsichtigte. Das sind Nilfgaarder, knurrte von der Höhe seines Sattels der Unterleutnant. Ein rosiges Bürschchen, das höchstens 18 Lenze zählte. Nilfgaarder Siedler, die in unser Land gekrochen sind wie die Schaben. Also fegen wir sie wie die Schaben hinaus. So ist es in Sintra festgelegt und im Friedensvertrag niedergeschrieben worden. Wir sind schon seit April daran. Es dauert lange, bis dieses ganze Pack hier raus ist. Aber wir sind so gut wie fertig mit denen. Pah. Aber ich, wenn es nach mir ginge, würde sie hier nicht lebendig rauslassen. Ein Unteroffizier mit grauem Schnurrbart bedachte seinen Vorgesetzten mit einem sonderbar abfälligen Blick. Aber ich, wenn es nach mir ginge, würde sie in Ruhe auf den Höfen lassen. Ich würde keine guten Bauern aus dem Lande treiben. Ich würde mich freuen, dass mir die Landwirtschaft gedeiht, dass es was zu fressen gibt. Ihr seid dumm wie Bohnenstroh, Wachtmeister! Das ist Nilfgaard! Fremde Sprache, fremde Kultur, fremdes Blut. Über die Landwirtschaft würden wir uns freuen und dabei eine Schlange am Busen nähren. Verräter, bereit uns den Dolch in den Rücken zu stoßen. Ihr denkt vielleicht, zwischen uns und den Schwarzen herrscht jetzt in alle Ewigkeit Einvernehmen? Nein, sollen sie gehen, wo sie hergekommen sind. Hey Soldat, der da hat ein Wägelchen. Nimm es ihm weg, Dalli. Der Befehl wurde überaus eifrig befolgt. Unter Zuhilfenahme nicht nur von Knüppeln und Fäusten, sondern auch von Absätzen. Was ist? Passt euch vielleicht etwas nicht? Seid ihr vielleicht ein Nilfgaardophiler? Da seien die Götter vor. Viele der an ihnen wie Automaten vorübergehenden Frauen und Mädchen hatten zerrissene Kleidung, geschwollene und blau geschlagene Gesichter, Rinnsale von Blut an Schenkeln und Waden. Viele mussten gestützt werden, um gehen zu können. Rittersporn schaute auf Geralds Gesicht und begann sich zu fürchten. Es ist Zeit für uns. Macht's gut, Herr Soldat. Macht's gut, ihr Herren Reisenden. Der Unterleutnant wandte nicht einmal den Kopf. Ganz von der Beobachtung in Anspruch genommen, ob nicht etwa einer der Siedler mehr Gepäck trug, als im Frieden von Sintra festgelegt war. Die Kolonne der Siedler zog dahin. Sie hörten die hohen, verzweifelten, schmerzerfüllten Schreie einer Frau. Geralt, nein! Mach nichts! Ich flehe dich an, misch dich nicht ein. Der Hexer wandte ihm das Gesicht zu. Und Rittersporn kannte dieses Gesicht nicht. Mich einmischen? Einschreiten? Jemanden retten?
den Kopf für irgendwelche edlen Prinzipien oder Ideen hinhalten? Oh nein, Rittersporn. Nicht mehr. In einer Nacht, die unruhig war, von fernen Blitzen erhellt, weckte den Hexer abermals ein Traum. Auch diesmal war er sich nicht sicher, ob er nicht aus einem Albtraum geradewegs in den nächsten geraten war. Abermals erhob sich über den Resten des Lagerfeuers ein pulsierender Lichtschein und erschreckte die Pferde. Abermals waren in dem Licht ein Schloss, die schwarzen Kolonnaden, der Tisch, die Frauen, die dort saßen. Zwei Frauen saßen nicht, sondern standen. Eine schwarz-weiße und eine schwarz-graue. Yennefer und Ciri. Yennefer hatte recht gehabt, als sie ihr ziemlich kategorisch von Männerkleidung abgeraten hatte. Wie ein Bursche gekleidet, hätte sich Ciri jetzt töricht gefühlt. Hier in diesem Saal, in Anwesenheit dieser schicken und mit funkelndem Schmuck behangenen Frauen. Sie war froh, dass sie sich in eine Kombination von Schwarz und Grau hatte kleiden lassen. Es schmeichelte ihr, als sie die anerkennenden Blicke auf ihren geschlitzten Puffärmeln und der hohen Taille spürte. Auf dem Samtband mit der kleinen Brillantbrosche in Form einer Rose. Bitte näher. Ciri zuckte leicht zusammen. Durchaus nicht nur beim Klang dieser Stimme. Wie sich zeigte, hatte Yennefer noch in einem anderen Punkt recht gehabt. Sie hatte von einem Dekolleté abgeraten. Ciri hatte jedoch ihren Kopf durchgesetzt und hatte jetzt den Eindruck, dass ihr die Zugluft nur so um die Brüste brauste, und ihre ganze Büste fast bis zum Nabel sich mit Gänsehaut überzog. Noch näher. Ciri kannte die dunkelhaarige und dunkeläugige Frau, erinnerte sich an sie von der Insel Tanet her. Und obwohl ihr Yennefer gesagt hatte, wen sie in Monte Calvo antreffen würde, alle beschrieben und ihr alle Namen beigebracht hatte, begann Ciri augenblicklich, diese Frau in Gedanken Frau Eule zu nennen. Willkommen. Willkommen in der Loge von Monte Calvo, Fräulein Ciri. Ciri verneigte sich so, wie es ihr Yennefer empfohlen hatte. Höflich, aber eher auf Männerart, ohne Damenknicks, ohne bescheiden und unterwürfig den Blick zu senken. Mit einem Lächeln beantwortete sie das ehrliche und liebe Lächeln von Triss Merigold. Mit einem etwas tieferen Neigen des Kopfes den freundlichen Blick von Margarita Laux an Till. Sie hielt die anderen 8 Blicke aus, obwohl sie wie Bohrer waren, wie stechende Lanzenspitzen. Frau Eule nickte mit geradezu königlicher Geste. Bitte Platz zu nehmen. Nein, nicht du, Yennefer. Nur sie. Du, Yennefer, bist nicht als Gast geladen, sondern als Übeltäterin, die verurteilt und bestraft werden soll. Solange die Loge noch nicht über dein Geschick entschieden hat, wirst du stehen bleiben. Für Ciri war das Protokoll im Handumdrehen erledigt.
Demzufolge werde auch ich stehen bleiben. Ich bin hier ebenfalls kein Gast. Ich bin ebenfalls geladen worden, damit man mir mein Geschick verkünde. Dies zum Ersten. Und zum Zweiten ist Yennefers Schicksal auch das meine. Wie sie, so auch ich. Das ist nicht zu trennen. Mit allem Respekt. Margarita Lauxantill lächelte und schaute ihr in die Augen. Die bescheidene, elegante Frau mit der Andeutung einer Hakennase, die nur Asire Va'anahit, die Nilfgaardarin sein konnte, nickte und trommelte mit den Fingern leicht auf der Tischplatte. Es meldete sich die Frau mit der Boa aus Silberfuchs zu Wort. Philippa, wir brauchen wohl nicht derart prinzipiell zu sein. Zumindest nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Das ist der runde Tisch der Loge. An ihm sitzen wir als Gleichrangige, selbst wenn über uns geurteilt werden soll. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass... Sheila sprach nicht zu Ende, ließ den Blick über die anderen Zauberinnen schweifen. Die wiederum drückten der Reihe nach durch Kopfnicken Einverständnis aus. Margarita, Asire, Triss, Sabrina Glewisig, Keira Metz, die beiden schönen Elfen. Nur die zweite Nilfgaardarin, Fringilla Vigo mit dem rabenschwarzen Haar, saß reglos da, sehr blass, und wandte den Blick nicht von Yennefer. Philippa Eilhardt winkte mit der beringten Hand ab. Also gut, setzt euch beide, bei meiner Gegenstimme. Aber die Einheit der Loge geht über alles. Das Interesse der Loge geht über alles. Die Loge ist alles. Der Rest nichts. Ich hoffe, du verstehst das, Ciri. Sehr gut. Vor allem, dass ich dieses Nichts bin. Ciri dachte nicht daran, den Blick zu senken. Francesca Finderbär, die wunderschöne Elfe, lachte perlend und laut. Gratuliere, Yennefer. Ich erkenne das Gütezeichen, den Prägestempel dieses Goldes. Ich erkenne die Schule. Yennefer ließ einen flammenden Blick schweifen. Die ist nicht schwer zu erkennen, denn es ist die Schule von Tessaya de Vries. Tessaya de Vries lebt nicht mehr. Sie sitzt nicht an diesem Tisch. Tessaya de Vries ist tot. Eine Tatsache, die betrauert und beweint worden ist, wobei sie gleichzeitig eine Zäsur und ein Wendepunkt war. Denn es ist eine neue Zeit gekommen, eine neue Ära angebrochen. Große Veränderungen sind im Gange. Und dir, Ciri, die du einst Cirilla von Cintra warst, hat das Schicksal in diesen Veränderungen eine wichtige Rolle zugedacht. Du weißt sicherlich schon welche. Ich weiß. Das hat mir Wilgefortz erklärt, während er im Begriff war, mir eine gläserne Spritze zwischen die Beine zu schieben. Wenn das meine Vorherbestimmung sein soll, dann schönen Dank. Ciri hatte nicht auf das beschwichtigende Zischen Yennefers geachtet. In Philippas dunklen Augen flammte kalter Zorn auf. Doch das Wort ergriff Sheila de Tankerville und zog die Silberfuchsboa enger um den Hals. Du musst noch viel lernen, Kind. Wie ich sehe und höre, wirst du auch vieles verlernen müssen. Selbst oder mit jemandes Hilfe. In letzter Zeit hast du dir, das ist zu merken, viel böses Wissen angeeignet. Zweifellos hast du auch Böses erfahren und mit angesehen. Jetzt willst du in deiner kindlichen Verstocktheit das Gute nicht zur Kenntnis nehmen. Du negierst das Gute und die guten Absichten. Du sträubst die Stacheln wie ein Igel,
unfähig, diejenigen zu erkennen, denen es just um dein Wohl geht. Du fauchst und zeigst die Krallen wie ein wildes Kätzchen, so dass uns keine Wahl bleibt. Wir werden dich im Genick packen müssen. Und wir werden es tun, Kind, ohne eine Sekunde zu zögern. Denn wir sind älter und klüger als du. Wir wissen alles, was war und was ist. Wir wissen vieles von dem, was sein wird. Wir werden dich im Genick packen, Kätzchen, damit du irgendwann, bald schon, als erfahrene und kluge Katze hier Platz nimmst. An diesem Tisch, unter uns, als eine von uns. Ihr könnt's ja versuchen. Kein Wort! Wage nicht, den Mund aufzutun, wenn Sheila der Tankerwill spricht. Du hattest recht in der Annahme, dass man dich nach Monte Calvo gerufen hat, um dir dein Schicksal zu verkünden. Unrecht hattest du in der Annahme, du seist ein Nichts. Denn du bist alles. Du bist die Zukunft der Welt. Momentan weißt du das natürlich nicht und verstehst es nicht. Momentan bist du ein verängstigtes und fauchendes Kätzchen. Ein Kind, das Traumatisierendes durchgemacht hat und in jedem einen M hier war Emreis oder einen Wilgefortz mit dem Inseminator in der Hand sieht. Und es hat keinen Sinn, dir jetzt, in diesem Augenblick zu erklären, dass es um dein Wohl geht und um das Wohl der Welt. Die Zeit für solche Erklärungen wird kommen. Eines Tages. Jetzt, da du aufgebracht bist, wirst du ohnehin nicht auf die Stimme der Vernunft hören wollen. Jetzt wirst du auf jedes Argument eine Entgegnung in Form kindlichen Starrsinns und verstockten Geschreis haben. Jetzt wirst du also einfach im Genick gepackt. Ich bin fertig. Teile dem Mädchen sein Schicksal mit, Philippa. Du wirst mit Sheila nach Kovir reisen, nach Pontvanis, der königlichen Sommerresidenz. Da du keine Cirilla von Cintra mehr bist, wirst du bei der Audienz als Adeptin der Magie vorgestellt, als unsere Schutzbefohlene. Bei der Audienz wirst du einen sehr klugen König kennenlernen. Esterad Thyssen. Wahrlich königliches Blut. Du wirst seine Gemahlin kennenlernen, Königin Suleika. Eine Person von ungewöhnlichem Edelmut und ebensolcher Güte. Du wirst auch den Sohn des Königspaares kennenlernen, den Prinzen Tankred. Ciri, die zu verstehen begann, riss die Augen auf. Frau Eule bemerkte es. Ja. Vor allem auf Prinz Tankred musst du Eindruck machen, denn du wirst seine Geliebte werden und sein Kind zur Welt bringen. Wenn du weiterhin Cirilla von Cintra wärst, wenn du weiterhin die Tochter Pavettas und die Enkelin Calantes wärst, würden wir dich zu Tankreds Ehefrau machen, zur Prinzessin und dann zur Königin von Kovir und Povis. Leider, das sage ich mit echtem Bedauern, hat das Schicksal dir das alles genommen. Auch die Zukunft. Du wirst nur die Geliebte sein. Die Favoritin. Dem Namen nach unformal. Denn in der Praxis werden wir uns darum bemühen, dass du an Tankreds Seite den Status einer Prinzessin hast. Und später sogar einer Königin. Selbstverständlich wird deine Hilfe vonnöten sein. Tankred muss es danach verlangen, dass du an seiner Seite bist. Bei Tag und bei Nacht. Wir werden dich lehren, wie man solch einen Wunsch entfacht. Aber von dir wird es abhängen, ob die Lehre fruchtet. Das sind alles Kleinigkeiten. Wichtig ist, dass du möglichst schnell von Tankred schwanger wirst. Na klar. Hier war es sogar noch schlimmer, als sie erwartet hatte. Die Zauberinnen sprachen einfach so über sie und das, was mit ihr geschehen sollte. Keine interessierte, was sie dazu zu sagen hatte. Immer wieder das Gleiche, fluchte sie in Gedanken.
Sie kochte innerlich, wollte am liebsten aufspringen und schreien, »Was fällt euch eigentlich ein?« hielt sich aber zurück. Philippa wandte den Blick ihrer dunklen Augen nicht von ihr. »Deinem und Tankreds Kind wird die Loge Zukunft und Position sichern. Du musst wissen, dass wir hier an wirklich große Dinge denken. Du wirst übrigens Anteil daran haben, denn sofort nach der Geburt des Kindes wirst du an unseren Versammlungen teilnehmen. Du wirst lernen, denn du bist, obwohl dir das heute unverständlich sein mag, eine von uns.« »Auf der Insel Tanet habt ihr mich ein Ungeheuer genannt, Frau Eule. Und heute sagt ihr, ich sei eine von euch? Darin liegt kein Widerspruch. Wir, Melunet, sind alle Ungeheuer. Jede auf ihre Art. Nicht wahr, Frau Eule?« Philippa zuckte mit den Schultern. Sheila de Tankerville zupfte scheinbar gleichgültig an ihrer Boa. »Diese entstellende Narbe im Gesicht tarnen wir mit einer Illusion. Du wirst schön und geheimnisvoll sein. Und Tankred Thyssen, das versichere ich dir, wird einfach verrückt nach dir sein. Wir werden einen Lebenslauf für dich erfinden müssen. Cyrilla ist ein schöner Name. Und durchaus nicht so selten, dass du ihn aufgeben müsstest, um dein Inkognito zu wahren. Aber du brauchst deinen Familiennamen. Ich werde nichts dagegen haben, wenn du meinen wählst.« »Oder meinen. Cyrilla Eilhardt klingt auch hübsch.« »Dieser Name klingt in jeder Zusammensetzung hübsch. Und jede von uns, wie wir hier sitzen, würde sich wünschen, so eine Tochter wie dich zu haben, Cyrael. Schwalbe mit den Falkenaugen. Du, die Blut vom Blut und Bein vom Bein Lara Dorrens ist. Jede von uns würde alles hergeben, sogar diese Loge, sogar das Schicksal der Königreiche und der ganzen Welt, nur um solch eine Tochter wie dich zu haben. Doch das ist unmöglich. Darum beneiden wir Yennefer so sehr.« Ciri war es so satt, dass immer andere über ihr Leben bestimmen. Und sie hatte nicht das geringste Interesse, dass das so weiterging. Ihr war speiübel und sie kochte vor Wut, krallte die Hände um die Armlehnen ihres Sessels, die Köpfe von Zwingen darstellten. Sie hielt sich aber weiterhin zurück, ließ sich nichts anmerken. Naja, fast nichts. »Ich danke, Frau Philippa. Ich bin auch vom Angebot geehrt, den Namen der Tankerville zu tragen. Da es aber den Anschein hat, dass der Familienname das einzige in dieser ganzen Angelegenheit ist, was von mir und meiner Wahl abhängt, das einzige, das mir nicht aufgezwungen wird, muss ich den beiden Damen danken und selbst wählen. Ich will Ciri von Wengerberg heißen, die Tochter Yennefers.« Die schwarzhaarige Zauberin, die, wie Ciri erriet, Sabrina Glevisig von Kettwin war, ließ die Zähne blitzen. »Tankred Thyssen ist ein Dummkopf, wenn er sie nicht zur linken Hand ehelicht. Wenn er sich an ihrer Stelle irgendeine seifige Prinzessin aufdrängen lässt, dann hat er keine Augen in seinem dummen Kopf und kann keinen Brillanten unter Glasstückchen erkennen. Ich gratuliere, Jenna, und beneide dich. Und du weißt, wie aufrichtig ich im Neid sein kann.« »Danke. Danke, Sabrina. Also ist alles geregelt?« »Nein. Zunächst einmal habe ich, und um mich geht es ja hier, noch nicht mein Einverständnis zu alledem erklärt. Und im Gegensatz zu den edlen Damen halte ich dieses für durchaus erforderlich.« Francesca Finderbeer lachte leise auf. Sheila de Tankerville hob den Kopf und ihre Gesichtszüge wurden unschön. »Ich lass mich jedoch nicht rumtragen wie ein Bündel.«
dachte Ciri. Ach, ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Zurück zu Geralt. Denn zu ihm will ich. Niemals würde sie sich auf die Zauberinnen einlassen. Nie wieder würde sie sich benutzen oder zu etwas zwingen lassen. Sie war auch schon anderen entkommen. Den Greifern, den Nilfgaardern, Skellen, Bonhard, Wilgefortz, den Enelle, der Wilden Jagd und Eredin. Jetzt würde sie das auch schaffen. Außerdem war sie wieder mit Geralt zusammen. Mit seiner Hilfe würde sie es schaffen, diesen Furien zu entkommen. Aber im Moment hing sie hier fest und kam nicht weg. Wohl oder übel musste sie gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich muss die Sache überdenken, es mir überlegen, mir alles zurechtlegen, in Ruhe. Wenn ich das getan habe, werde ich hierher nach Monte Calvo zurückkehren. Ich werde mich den Damen stellen. Ich werde den Damen sagen, was ich beschlossen habe. Ich muss ja nicht erwähnen, dass ich mich schon entschieden habe. Fügte sie in Gedanken hinzu. Und außerdem bin ich mit dem Hexer Geralt in der Stadt Riva verabredet. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich dort mit ihm treffen werde, dass ich zusammen mit Yennefer dorthin kommen werde. Ich werde dieses Versprechen halten, mit eurem Einverständnis oder ohne. Die hier anwesende Frau Rita weiß, dass ich, wenn ich zu Geralt gehe, immer ein Loch in der Mauer finde. Margarita Lauxantill nickte lächelnd. Sheila bewegte die Lippen, als habe sie im Munde etwas gefunden, das sofort ausgespuckt werden musste. Doch sie sagte nichts. Ciri warf den Kopf zurück. Mit Geralt muss ich reden und ihm sagen, dass er recht hatte. Denn eines solltet ihr wissen. Als wir vom Schloss Digger fortritten und Leichen zurückließen, fragte ich Geralt, ob das schon das Ende sei, ob wir gesiegt hätten, ob das Böse überwunden sei und das Gute triumphiere. Er aber hat nur irgendwie sonderbar und traurig gelächelt. Ich dachte, das liege an der Erschöpfung, daran, dass wir alle seine Freunde dort beim Schloss Digger begraben hatten. Aber heute weiß ich, was dieses Lächeln bedeutete. Das war ein mitleidiges Lächeln über die Naivität des Kindes, das glaubte, die durchgeschnittenen Kehlen von Wilgefortz und Bonhard bedeuteten den Sieg des Guten über das Böse. Ich muss ihm unbedingt sagen, dass ich klüger geworden bin, dass ich verstanden habe. Ich muss ihm das unbedingt sagen. Und wenn ich mich dazu entschließe, den Weg zu gehen, den die Damen mir vorschlagen, muss ich auch versuchen, ihn zu überzeugen, dass das, was die Damen mit mir vorhaben, sich doch grundlegend von dem unterscheidet, was Wilgefortz mit der gläsernen Spritze tun wollte. Ich muss versuchen, ihm zu erklären, dass es einen Unterschied zwischen dem Schloss Monte Calvo und dem Schloss Digger gibt. Obwohl es Wilgefortz um das Wohl der Welt ging, und es euch ebenfalls um das Wohl der Welt geht. Ich weiß, dass es mir nicht leicht fallen wird, einen alten Wolf wie Geralt zu überzeugen. Geralt wird sagen, ich sei eine Rotznase. Es sei leicht, mich mit dem Anschein von Edelmut zu täuschen, dass diese ganze Vorherbestimmung und das Wohl der Welt dumme Phrasen sind. Aber ich muss es versuchen. Es ist wichtig, dass er es versteht. Und dass er es akzeptiert. Auch für euch. Du lügst, ohne rot zu werden, Töchterchen, dachte Jenne verschmunzelnd, während sie insgeheim Ciris Gedanken vor den Zauberinnen abschirmte. Erzähl's denen genau das, was sie hören wollen, damit sie dich gehen lassen. Ich bin so stolz auf dich.
Wie die anderen Zauberinnen wusste Sheila de Tankerville, die nur den Zorn Geralt von Rivas fürchtete, dass sie den Hexer ewig auf dem Hals hätten und enorme Probleme kriegen würden, wenn sie ihm seine Ciri gegen ihren Willen wegnähmen. Ciri hatte die Loge in einen Zwiespalt gebracht. Das Mädchen gegen ihren Willen hier zu behalten und sich damit der Wut Geralt von Rivas sicher zu sein, oder das Mädchen ziehen lassen, auf das sie ihn überzeugen könnte, dass sie sich ihnen freiwillig anschließen würde, dabei allerdings das Risiko eingehen, dass sie bei ihm bliebe und er sie natürlich mit aller Macht verteidigen würde. Und dann wäre da ja auch noch Yennefer. Dieses Risiko wollte Sheila jedoch nicht eingehen und Ciri zur Not mit Gewalt zwingen. »Du hast nichts verstanden. Du bist immer noch das kleine Kind, das von der Phase verrotzten Heulens und Füßestampfens zu verrotzter Arroganz übergeht. Das Einzige, was Hoffnung weckt, ist die Lebhaftigkeit deines Verstandes. Du wirst schnell lernen. Bald schon, glaub mir, wirst du lachen, wenn du an die Dummheiten denkst, die du hier von dir gegeben hast. Was diesen Ausflug nach Riva angeht, bitte, soll sich die Loge äußern. Ich lege entschiedenen Widerspruch ein, aus prinzipiellen Erwägungen, um dir zu beweisen, dass ich, Sheila de Tankerville, niemals leere Worte mache und dass ich imstande bin, dir dein stolzes Genick zu beugen. Zu deinem eigenen Besten muss man dich Disziplin lehren. Klären wir also diese Frage. Ich bitte die Damen, ihre Ansichten zu äußern. Sollen wir erlauben, dass das stolze Fräulein Ciri nach Riva reitet, um einen Hexer zu treffen, für den in ihrem Leben bald kein Platz mehr sein wird? Sollen wir zulassen, dass in ihr die Sentimentalität wächst, die sie bald schon restlos wird ablegen müssen? Sheila ist dagegen. Und die anderen Damen? Sabrina? Ich bin auch dagegen. Auch aus prinzipiellen Erwägungen. Das Mädchen gefällt mir. Mir gefallen, was soll ich drum herumreden, ihre Impertinenz und ihr hitziger Übermut. Das ist mir lieber als eine Heulsuse. Ich hätte nichts gegen ihre Bitte, zumal sie unbedingt hierher zurückkehren würde. Solche wie sie brechen ihr Wort nicht. Aber das Fräuleinchen hat gewagt, uns zu drohen. Es soll wissen, dass wir über derlei Drohungen spotten. Keira? Ich bin dagegen, aus praktischen Erwägungen. Das Mädchen gefällt auch mir. Und dieser Geralt hat mich auf Tanith auf Händen getragen. In mir ist kein Gran Sentimentalität. Aber das war mir damals schrecklich angenehm. Es wäre eine Gelegenheit, sich zu bedanken. Aber nein. Denn du irrst dich, Sabrina. Das Mädchen ist eine Hexerin und versucht uns auf Hexerart zu überlisten. Kurzum, sich davon zu machen. Wagt es hier jemand am Wort meiner Tochter zu zweifeln? Du, Yennefer, schweig! Sei still, sonst verliere ich die Geduld. Wir haben 3 Stimmen dagegen. Hören wir die anderen. Triss? Ich stimme dafür, sie gehen zu lassen. Ich kenne sie und verbürge mich für sie. Ich würde sie auch gern, wenn sie einverstanden ist, auf dieser Reise begleiten. Ihr, wenn sie einverstanden ist, beim Erwägen und Durchdenken beistehen. Und, wenn sie einverstanden ist, bei dem Gespräch mit Geralt. Margarita? Ich stimme ebenso. Die Damen werden sich wundern, aber ich tue das für Tessaya de Vries. Wenn Tessaya hier wäre, wäre sie entsetzt bei dem Gedanken, um die Einheit der Loge zu wahren, könnten Zwang und Einschränkung der persönlichen Freiheit vonnöten sein. Francesca. Ich stimme dafür. Es gibt dafür viele Gründe. Ich brauche sie nicht mitzuteilen und werde es nicht tun. Frau Ida. Ich stimme dafür, denn so gebietet es mein Herz.
Frau Asire? Ich aber bin dagegen. Mich leiten keine Sympathien, Antipathien oder prinzipiellen Erwägungen. Ich fürchte um Ciris Leben. Unter dem Schutz der Loge ist sie sicher. Auf den nach Riva führenden Landstraßen wird sie ein leichtes Ziel sein. Und ich fürchte, dass es Leute gibt, die, nachdem sie ihr schon Namen und Identität genommen haben, glauben, das genüge nicht. Uns bleibt, den Standpunkt von Frau Fringilla Vigo zu erfahren. Obwohl er offensichtlich sein sollte. Denn ich erlaube mir, sämtlichen Damen das Schloss Rösruhn in Erinnerung zu rufen. Frau Vigo? Fringilla Vigo hob stolz den Kopf. Mit bestem Dank für die Erinnerung stimme ich für Ciri. Um die Achtung und die Sympathie zu beweisen, die ich für dieses Mädchen empfinde. Aber vor allem tue ich es für Geralt von Riva, den Hexer, ohne den dieses Mädchen heute nicht hier wäre, der, um Ciri zu retten, bis ans Ende der Welt gegangen ist, gegen alles gekämpft hat, was ich ihm in den Weg stellte, sogar gegen sich selbst. Es wäre niederträchtig, ihm jetzt das Treffen mit dir zu verweigern. Es gab hier aber zu wenig Niedertracht und zu viel naive Sentimentalität. Dieselbe Sentimentalität, die wir diesem Fräulein auszutreiben gedenken. Sogar vom Herzen war die Rede. Und das Ergebnis ist, dass die Waagschalen im Gleichgewicht sind. Am toten Punkt. Wir haben nichts entschieden. Wir werden noch einmal abstimmen müssen. Ich schlage vor, geheim. Und wozu? Alle blickten zu der hin, die das Wort ergriffen hatte. Zu Yennefer. Ich bin noch immer Mitglied dieser Loge. Niemand hat mir die Mitgliedschaft aberkannt. Niemand ist an meiner Stelle aufgenommen worden. Formal habe ich das Stimmrecht. Es ist wohl klar, wofür ich stimme. Also überwiegen die Ja-Stimmen. Und die Sache ist geklärt. Deine Dreistigkeit streift die Grenzen des guten Geschmacks, Yennefer. An eurer Stelle würde ich demütig schweigen und an die Abstimmung denken, deren Gegenstand ihr in Kürze selbst sein werdet. Ich habe Ciri unterstützt, aber dich, Yennefer, muss ich zur Ordnung rufen. Du bist aus der Loge ausgetreten, indem du aus ihr geflohen bist und die Mitarbeit verweigert hast. Du hast keinerlei Rechte. Stattdessen hast du Verpflichtungen, Schulden, die du abtragen musst. Du hast ein Urteil zu hören. Sonst wärst du nicht über die Schwelle von Monte Calvo gelassen worden. Ciri, lass gut sein. Yennefer hielt Ciri zurück, die nun wirklich drauf und dran war, aufzustehen und zu schreien. Ciri ließ sich ohne Widerstand und schweigend in den Sessel mit den Armlehnen zurücksinken, die zu Swingen geschnitzt waren. Sie sah, wie Frau Eule aus ihrem Sessel aufstand, plötzlich über dem Tisch aufragte. Philippa Eilhardt. Yennefer hat kein Stimmrecht. Das ist klar. Aber ich habe es. Ich habe mir die Meinungen der hier anwesenden Damen angehört. Vielleicht kann ich, scheint mir, endlich selbst meine Stimme abgeben. Was willst du damit sagen, Philippa? Philippa Eilhardt schaute über den Tisch. Sie traf auf Ciris Augen und blickte hinein. Der Grund des Bassins ist von vielfarbigem Mosaik. Die kleinen Plättchen ändern sich und scheinen sich zu bewegen. Das ganze Wasser zittert, flirrt in Licht und Schatten. Unter den tellergroßen Seerosenblättern, zwischen den grünen Wasserpflanzen, huschen Karauschen und Orphen hin und her.
Im Wasser spiegeln sich die großen dunklen Augen des Mädchens. Ihre langen Haare reichen bis zur Oberfläche, schwimmen darauf. Das Mädchen hat alles auf der Welt vergessen, fährt mit den kleinen Händen zwischen den Stängeln der Mummeln, weit über den Rand des Springbrunnens gebeugt. Sie will endlich eins von diesen goldenen und roten Fischlein berühren. Die Fischlein kommen zu den kleinen Händen des Mädchens geschwommen, umkreisen sie neugierig, aber fangen lassen sie sich nicht. Sie sind ungreifbar wie Phantome, wie das Wasser selbst. Die Finger des dunkeläugigen Mädchens schließen sich um das Nichts. Philippa? Das ist die liebste von allen Stimmen. Dennoch reagiert das Mädchen nicht sofort. Es schaut weiter ins Wasser. Auf die Fischlein, auf die Seerosen, auf sein Spiegelbild. Philippa! 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 Wir warten! Philippa! Wir warten! Die scharfe Stimme Sheilas riss sie aus ihren Gedanken. Philippa Eilhard zuckte zusammen. Der Tod, dachte sie. Der Tod ist an mir vorübergegangen. Die Loge wird über die Schicksale der Welt entscheiden. Darum ist diese Loge wie die Welt, ist ihr Spiegel. Im Gleichgewicht sind hier der Verstand, der nicht immer kalte Niedertracht und Berechnung bedeutet, und die Sentimentalität, die nicht immer naiv ist. Die Verantwortung, die eiserne, gar aufgezwungene Disziplin und die Abneigung gegen Zwang. Die Sanftheit und das Vertrauen. Die sachliche Kälte der Allmacht. Und das Herz. Ich gebe meine Stimme als letzte der Stimmberechtigten ab und ziehe noch eine weitere Sache in Betracht. Eine, die, von nichts aufgewogen, alles aufwiegt. Ihrem Blick folgend, schauten alle zu der Wand, auf das Mosaik, wo sich die aus kleinen, vielfarbigen Plättchen gebildete Schlange Ouroboros in den eigenen Schwanz biss. Philippa fuhr fort, den Blick ihrer dunklen Augen auf Ciri geheftet. Diese Sache ist die Vorherbestimmung, die ich, Philippa Eilhard, seit kurzem zu verstehen begonnen habe. Die Vorherbestimmung sind nicht die feststehenden Urteile der Vorsehung, nicht die von der Hand des Demiurgen geschriebenen Bände, kein Fatalismus. Vorherbestimmung ist Hoffnung. Voller Hoffnung in dem Glauben, dass geschehen wird, was geschehen muss, gebe ich meine Stimme ab. Ich gebe meine Stimme für Ciri ab. Für das Kind der Vorsehung. Das Kind der Hoffnung. Frau Yennefer, heißt das? Ja. Komm, Töchterchen. Geralt wartet auf uns. Und wir haben einen weiten Weg vor uns.
Ciri atmete insgeheim erleichtert auf. Sie durfte gehen, konnte zu Geralt zurück. Ciri wusste, dass er das, was man hier mit ihr vorhatte, niemals zulassen würde. Er würde sie beschützen. Wie damals vor dem Werwolf, dem Königswüvern oder den Geisterreitern der wilden Jagd in Hirundum. Wie auf der Insel Tanet oder im Schloss Digga. Wie vor ihren Albträumen. Oder wie vor Bonhard und sei es nur in ihrer Einbildung gewesen. Er beschützt mich, wusste sie. Geralt erwachte und fuhr hoch. Den Schrei eines Nachtvogels im Ohr.